Was willst du von mir, komisches Ding? Und 40 von dem grünen Grisselzeug. Ich gehe runter zu den Yuki-Sachen. Und stelle jetzt die Sachen her, die wir brauchen für die Türme. Damit wir wenigstens die Türme, die jetzt kaputt gehen, regelmäßig ersetzen können. Also, ich hätte vorher ganz gerne noch... Forder mal an. Yuki, Grisselzeug. So. Dann hätte ich auch ganz gerne... Die da. Aber nur so, keine Ahnung, 100 Stück. Und die da und auch so an die 100 Stück. Und dann noch Holz. So. Gut. Und einfach erstmal 5 Stück davon reichen fast schon. Ich glaube, wir hatten einen rechts verloren und nur 2, 3 da unten. Das wäre dann okay. Und Forschung ist durch. Was forschen wir jetzt? MK2-Schilder. Ja, die werde ich relativ schnell brauchen. Research die schon mal. Und was ich auch nicht vernachlässigen sollte, ist immer regelmäßig auf den Strom zu achten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt das goldene Ding. Was ich auch weggeschmissen habe. Bau einen goldenen davon. So. Genau, da sitzt die da alle. Der Plan jetzt, die anderen Engines, die durchgehend an sind, zu ersetzen durch Engines, die irgendwann ausgehen, das Projekt ist auf Eis gelegt. Solange bis die tödliche Bedrohung durch die Gegner aufgehoben ist. Weil tödliche Bedrohungen sind irgendwie, ne? Bedrohlich. So, Akkus. Akkus, mehr Akkus. Noch mehr Akkus. Dies wird es. Das hier weg. So, die Türme brauchen immer noch Ewigkeiten. Ich könnte Fabriken bauen, die Schilder und so weiter herstellen. Wobei es ja schon fast wieder so ein Super Sanro 2000. Was zur Hölle bist du? Ach, Best Repair Tools sind das hier unten. Ja, nee, brauche ich gerade nicht. Und ich weiß nicht, ob die Roboter das automatisch machen. So, wo war ich jetzt? Genau, die Türme können wir gleich ersetzen. Danach baust du bitte das da. Wir haben kein Glas, weil wir keinen Sand haben. Okay, das mache ich dann, damit wir das Lasergewehr bauen können. Was fehlt dann für die Munition? Eine Highly Advanced Battery. Was brauchen wir für die Highly Advanced Battery? Anderes Gedöns. Ach Gott. Gib mir Gold. Ganz vergessen, wie nervtötend die Munitionsproduktion von Ditech später geworden ist. So, Energy Shield 2 ist durch. Das ist schön. Ich hätte ganz gerne... Ja, bald hätte ich ganz gerne die, wenn wir einmal rum sind, aber sind wir noch nicht. Ne. Bessere Schmelzöfen. Waren auch im Gespräch, ja. Bessere Toolbild ist viel zu teuer. Das müssten wir woanders erforschen. Steam Engines. Mach einfach irgendwie einen kleinen Kram. Ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Nachdenken. So. Geh dahin, mach bitte Sand. Damit wir Glas bekommen, damit wir Sand bekommen. Da kommt Gold. Eigentlich müsst ihr auch gleich Glas bekommen. Schmelzen einigermaßen flott, was Glasschmelzen angeht. Okay, Smog ist hier. Ne? Und das können wir alles weiterverarbeiten, ich weiß, aber irgendwie bin ich da gerade nicht so wirklich motiviert zu. So. Und ich bräuchte Kisten. Mal Stahlkisten halten die schon länger.
Also halten länger mit Füllen, nicht mit meinem Beschuss. So. Und wieder an ins Mocken alles. Gut. Bau bitte. Ernsthaft. Wir brauchen eine Lasergun. Den kannst du die Lasergun schon mal vorbereiten. Links wird was zerstört. Bau Türme wieder auf. Und repariert das Ding da. Schneller. Schneller. Warum ist kein einziger Repair-Roboter hier? Ist der alle zerstört worden? Also 247 Objekte brauchen Repair-Bots. Ja, okay, das ist ein Argument. Die da unten. So, bauen nochmal 5 bitte. Und da. Dahin. So, ich hätte jetzt ganz gerne rote Engines. Ich, also abgeholt, die sind fertig irgendwo zum Abholen. Ich hätte gerne die roten Engines. Ich hätte gerne. Die Türme nicht. Oh, was war das andere gerade noch? Weiß ich nicht. Warum, warum, warum? Nein. Genau, dafür brauche ich die roten Engines. Für die Flying Frames. Hör auf, die zu benutzen. Gib mir die. Damit ich jetzt einen Stack Construction Bots machen kann. Und die hier auch mal freilassen und die anderen, die ich habe, aufstufen. Und gib mir verdammt mal Batterien. Batterien da. Niam, 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 da. Rote Engines. F. Was? Nein, ich will das nicht mit Schleif, Gedöns, komisch Zeug machen. Laser Turret Shooting Speed, hier, go. So, gib mir die roten Engine. Abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Bau die. So, was brauche ich hier? Titan. Ich hätte gerne angefordert, keine Kohle, sondern Titan. Rüpp. Rüpp. So, bau super schnelle, super duper Roboter, die ganz schnell Sachen reparieren. Gott. Dann könnt ihr jetzt hoffentlich schneller reparieren, als die Gegner Schaden machen können. Wobei es wahrscheinlich eher vom Repair Pack abhängig ist, hm? So. Kann ich jetzt die Combo-Dingens bauen? Es ist immer noch nicht genug Laster. Ernsthaft? Achso, das braucht ziemlich viel Sand, um einmal Glas herzustellen, ja. Und das Glas wird auch für andere Sachen geklaut. Deswegen stelle ich mich mal hier hin, dann bin ich näher dran, als welche auch immer Fabrik das gerade braucht. Gewehr. 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 So, denn wenn ich darauf warte, dass restlich Glas gemacht wird und hoffentlich zu mir geflogen wird in die Fabrik, gehe ich runter und hole. Gehe ich runter und hole die anderen Sachen ab, die ich brauche, nämlich die anderen Edelsteine. Wir brauchen ja nicht nur grüne, um grüne Munition herzustellen, sondern auch blaue und anderes Gedöns. Mach nochmal 2 davon. Wie verdoppelt ihr euch immer? So. Die da brauche ich mich, glaube ich, auch. Zumindest ein paar davon. Ich nehme jetzt einfach mal von allem so ein bisschen. Und guck dann, ob das hinhaut. Cut Emeralds brauchen wir auch noch. So. Dran scheint es gerade irgendwie zu mangeln an den Emeralds, hm? Weil ich die meisten zu denen da verarbeitet habe. Ja, highly advanced. Laser Shotgun Battery. Schweineteuer. Mach mal. So, das wird jetzt dauern. Und hinten dran haben wir jetzt nicht genug Kobalt. Okay, Kobalt hole ich ab. Hatte ich die Landfill-Fabrik beschränkt? Wo ich das Wasser hier gerade sehe. Muss ich gerade mal gucken. Überall blinken Sachen. 206 Objekte braucht Construction Boards. Eben gerade waren es noch 204. Also es wird mehr.
was getan werden muss. Das ist irgendwie nicht gut, oder? So, Landfill da oben. Ja, ist beschränkt. Schränkt das mal auf ein Stack kurzfristig, damit wir ein bisschen Stein über haben für andere Sachen. So, ich wollte holen Kobalt. Kobalt war da. Hör damit. Okay. Also wenn jetzt die Personal-Warteschlange da unten durchgerattert ist, dann haben wir sowohl eine gute Waffe, als auch die Munition, die gute Waffe. Schön. Irgendwas wurde gerade verdoppelt, aber es war nichts Tolles, denke ich. Das heißt, das nächste wäre jetzt die Rüstung. Für die Rüstung brauchte ich mehr rote Engines und Alien-Artefakte. Das heißt, ich fordere jetzt an Alien-Artefakte oder Chida. Und vielen Dank für den Hinweis. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ihr habt das unter dem Fragezeichen-Tab, dass hier dann die kleinen rosa Knüppeldinger drin sind. Hatte ich vor ein paar Folgen mal gefragt gehabt. So, da kommen die alle. Bau, 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 bau. So, ich nehme die alte Schrotflinte mal raus. So. Und wo ist die Munition geblieben? Heilig war. Oh, das hat sich verdoppelt. Sehr schön. 100 von 100. Und da ist sie. Da ist sie. Wir gehen jetzt töten. Wir gehen jetzt töten. Ich darf noch nicht getroffen werden. Ja, das ist echt ein Problem, wenn wir getroffen werden. Du. So, forder mal rote Engines an, wenn wir wieder im Lande sind. Nee. Kann ich nicht bringen, ich kann jetzt da nicht hinlaufen. Weil die sind schneller als ich und sie machen mehr Schaden als ich und sie können mich mit 3 Schuss oder so töten. Also muss ich jetzt echt warten, bis die Rüstung durch ist. Das ist nicht gut. Gib mir die da. Können wir schon mal irgendwas vorbereiten für die Rüstung? Wir könnten schon mal irgendeine Form von Strom, was auch immer da, vorbereiten. Warum brauchst du 1300 Eisenplatten? Also ich habe das Gefühl, man kann Alien-Artefakte herstellen aus diesen komischen grünen Dingern da unten. Das könnte glatt die Yuki-Währung sein für das extraplanetare Handeln. Unicomp A2, genau. Ancient Alien Data... Ne, ist was anderes. Wie kriegt man Ancient Alien Data Fragments? Search Alien Data Fragments. In Dirt. Woher kriege ich Dirt? Dirt unendlich. Dirt with Fossils. Machen wir in so einem komischen runden Ding mit so einem länglichen Ding und einem eckigen Ding in der Mitte. Sieht aus wie ein Siedlerdorf. Das da. Ein Special Drill. Damit können wir dann Dirt rausbuddeln und den Dirt können wir dann sieben in einem W. Das ist ein Washer. Und den kriegen wir ab und an diese komischen Dinger da raus. Okay. Okay. Dann bau halt so lange mal. Schon mal Schilde. So, und ich brauche viel mehr Alien-Artefakte. Okay. Neuer Plan. Ich zerstöre jetzt nicht. Was ist hier los? Warum? Ihr seid komisch. Deswegen sind die ganzen Roboter nicht imstande, irgendwas zu machen, weil die hier drüber rumhängen. Reiß alles ab. Und baue es dann von Hand neu auf. Sehr kurios. Irgendwas ist da verbuggt mit dem Upgrade-Tool gewesen. So, das dahin. Genau, also Planwechsel. Wir gehen jetzt nicht auf die Basis los, die uns eigentlich stört. Weil die ist zu stark und könnte mich one-hitten. Oh Gott. Kriegt ihr das hin? Wird sogar Mauer zerstört, das ist nicht gut. Ja, also wir gehen nicht auf die Basis los, die uns fast tötet. Sondern wir gehen auf irgendeine andere kleine Basis los.
um schneller an die Alien-Attrakte ranzukommen. So, fordere mal mehr an als so. Go, go. So. Mann, sind die zäh. So viel dazu, dass das eine total überpowerte Waffe ist. Ich wäre davon ausgegangen, dass das One-Hits gewesen wären, aber nein. Türme. Türme? Bau Türme. Gott, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten. Okay.